Vertrauen. Wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei Gesundheit von Quantisana TV. Heute haben wir ein tolles Thema für Sie vorbereitet, und zwar geht es um die Demenz- und Alzheimer-Lügen. Und bei mir im Studio darf ich begrüßen Dr. Manfred Dipp und Dr. Heinz Reinwald. Herzlich willkommen. Auch willkommen. Ich habe jetzt mal eine richtig dämliche Frage, aber ich weiß es wirklich nicht. Was ist der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer? Genau. Ja, Demenz ist der Überbegriff, Alzheimer ist ein Unterbegriff. Das heißt, der Alzheimer ist eine Unterabteilung des Oberbegriffs Demenz. Das heißt, Hirnleistungsstörungen. Langsam aber sicher werden alle Funktionen des Gehirns, die uns als Menschen ausmachen, reduziert bis abgeschaltet. Also das Erinnerungsvermögen, das Gedächtnis, die Orientierung, die sogenannten kognitiven Funktionen werden abgeschaltet. Hingegen bleibt zum Beispiel das Altgedächtnis durchaus erhalten. Also die Alzheimer-Patienten können sich an ihre Kindheit ganz gut erinnern, aber sie können keine Zusammenhänge mehr herstellen. Alles ist kreuz und quer durcheinander. Und der Begriff Alzheimer, der stammt von einem aus meiner fränkischen Heimat kommenden Arzt, der das als Erste entdeckt hat, Dr. Alzheimer. Und deshalb heißt diese Erkrankung Alzheimer-Erkrankung. Übrigens auch die motorischen Störungen kommen hier noch hinzu. Ist inzwischen nach dem Kindergarten und der German Angst in den USA der bekannteste deutsche Begriff Alzheimers. Jeder Amerikaner denkt nur noch an Alzheimers. Naja, es sind ja auch einige berühmte Leute an Alzheimer erkrankt. Nicht nur bei uns, Walter Jens, einer unserer Vorzeige-Philosophen, sondern eben auch Ronald Reagan. Ja, na, die klassische ist ja die Zerebralsklerose, die Verkalkung der Gehirngefäße, die dann auch eine Demenzabteilung darstellt. Und früher war es die klassische. Alzheimer ist ja, obwohl der Kollege Alzheimer vor 150 Jahren gelebt hat, ist ja eine moderne Krankheit. Ja. Angeblich wird sie bedingt dadurch, dass wir immer älter werden. Mhm. Für mein Gefühl ist diese Begründung Nonsens. Da halte ich gar nichts davon. Ja, dann möchte ich da doch gerne gleich mal drauf eingehen. Weshalb kommt es denn überhaupt zu solchen Dingen? Jetzt sagen Sie, dass Sie da überhaupt gar nicht damit einverstanden sind, Nein. Was man so normalerweise hört. Es gibt ja genügend wirklich alte Leute, 80, 90, 100 Jahre, die völlig fit im Kopf sind. Ja. Was haben die gehabt in ihrem Leben? Sie haben unter Mangelzuständen gelitten. Sie haben viele akute Krankheiten gehabt, die den Körper dann besser hinterließen, als sie ihn angetroffen haben. Und sie haben sich vor allen Dingen gut ernährt. Sie haben eine Lebensweise gehabt, die man als gesund bezeichnen kann. Während wir heute eine vollkommen ungesunde Lebensweise haben. Das bedeutet, Ihrer Auffassung nach ist Alzheimer nicht, wie es das Wort sagt, im Alter, sondern es kann jederzeit einfach kommen. Das ist eigentlich eine normale Krankheit, wie jetzt beispielsweise, wenn ich Mumps oder sowas habe. Naja, Mumps ist ja eine akute Krankheit und die ist daher gesund eigentlich. Mhm. Alzheimer ist chronisch degenerativ. Es gibt bisher Heilungen, nur wenn jemand seine Lebensweise wirklich völlig umgestellt hat. Und vor allen Dingen dem Gehirn das gegeben hat, was es braucht, nämlich gute Öle und Fette. Und da ist der Kollege Reinwald Spezialist dafür. Du darfst doch Heinz zu mir sagen. Naja, Spezialist hin oder her. Zunächst mal, was sind die Hauptkriterien bisher, von denen man glaubt, aus meiner Sicht eben fälschlicherweise, dass sie die Ursache für diese Erkrankung sind. Man geht davon aus, dass es Ablagerungen sogenannter
Proteinverbindungen sind, Amyloid-Proteine, Tau-Proteine. Was sind das genau für Proteine? Das sind glykosierte, sogenannte AGEs, Advanced Glycolyzed End Products. Okay, die wo aus Zucker finde ich das? Ja, das sind Teil unseres Stoffwechselvorgänge, mhm. und die werden eben über diese Zuckerverbindung dort abgelagert. Und man glaubt, dass sie die Ursache für die zunehmende Demenzerkrankung Alzheimer sind. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das, oder ich bin der Meinung, und diese Meinung vertrete ich nicht alleine, mhm. Gottes Willen, das würde ich mich, würde es schon wagen, sage ich jetzt mal. Ich würde es auch wagen, es alleine zu vertreten. Es ist aus meiner Sicht nicht die Ursache, mhm. sondern bereits ein Ergebnis von Zuckerstoffwechselstörungen des Gehirns. Und weil das so ist, spricht man in breiten Fachkreisen immer mehr bereits von einem Diabetes Typ 3. Nun hat das Gehirn eine semi-autarke Versorgungsmöglichkeit mit Insulin und ähnlichen entsprechenden eigenen Rezeptoren im Gehirn für Insulinanaloga, ähnlich wie das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Man weiß inzwischen, dass diese Ablagerungen das Endergebnis sind von diesen Zuckerstoffwechselstörungen. Mhm. Entsprechend ist schon seit vielen Jahren eine Bewegung im Gange, zumindest diesen Prozess zu stoppen über eine Ernährungsumstellung. Und einer der ersten Pioniere, die das gewagt haben, ist eine amerikanische Ärztin, mit der ich gut befreundet bin, Dr. Mary Newport. Sie war vor 2 Jahren auf unserem Kongress in Fulda, International Congress on Integrated Medicine. Und sie hat ein Buch geschrieben, das inzwischen in 16 Sprachen übersetzt worden ist, Stopp Alzheimer. Das gibt es auch in Deutsch. Sie ist in Deutschland hinreichend auch bekannt und ihr Ehemann ist an Alzheimer erkrankt und sie hat eine ketogene Ernährung eingeleitet mit Kokosöl. Mhm. Die Ergebnisse der Verbesserung im Zustand und der gleichzeitigen Verlangsamung in der Fortsetzung der Krankheit waren exorbitant. Und sie hat dann darüber ein Buch geschrieben, das ich schon sagte, ein zweiter amerikanischer Arzt, der da sehr bekannt ist, ist Dr. Bruce Fife, der ist inzwischen auch in Deutsch übersetzt. Und ein ganz wichtiger Neurologe ist Dr. David Perlmutter, in Amerikanisch wird das Perlmutter gesprochen. Leider ist der Titel in Deutsch saublöd, dieser Verlag. Es ist eine peinliche Geschichte, aber der Originaltitel heißt Grain Brain. Und ich kann jedem nur dieses Buch empfehlen. Mhm. Es ist sehr gut geschrieben, sehr verständlich geschrieben. Auch das Buch von Mary Newport ist sehr gut geschrieben. Vor allem auch der Teil über ketogene Ernährung, der sonst ja durchaus schwer ist. Sie schafft es, biochemische Details und Hintergründe sehr klar verständlich zu bringen. Also nochmal zusammengefasst, meine Meinung: Es sind Zuckerstoffwechselstörungen, die im Gehirn zu sogenannten AGEs, Ablagerungen von AGEs, Advanced Glycolyzed End Products führen und die in der Folge wiederum zu Störungen im kognitiven Leistungsbereich, Motorik etc. führen. Das heißt, die Ablagerungen sind nicht die Ursache für die Demenz, sondern die Ursache für die Demenz sind Zuckerstoffwechselstörungen, die zu Ablagerungen führen. Wie kommt es denn zu dieser? Es gibt die berühmte Nonnenstudie. Mhm. Da wurden in mehreren Klöstern die Nonnen, wenn sie gestorben waren, obduziert und das Gehirn wurde untersucht auf diese Tauproteine und Plaques hin und verglichen mit dem intellektuellen Zustand der Nonnen, bevor sie gestorben sind. Und es fand sich kein Zusammenhang zwischen den intellektuellen Leistungen und der Menge der Plaques. Geradezu ein gegenteiliger Zusammenhang wurde festgestellt. Das ist typisch Mainstream Medicine. Es wird Ursache und Wirkung verwechselt. Ja.
Und was die Ursache angeht, habe ich dann noch meine eigene Meinung. Es ist wieder die Mitochondriopathie, unsere Lieblingskrankheit im Quantisana Gesundheitszentrum, in Anführungsstrichen natürlich, einhergehend mit einer Silent Inflammation des Gehirns und einer Vermehrung der Glia im Gehirn. Und diese Glia-Vermehrung bewirkt dann durch Verdrängung der Neurone die Demenz. Also wir ergänzen uns da. Ja. Naja, es ist so, jede Zuckerstoffwechselstörung ist letztlich eine Störung des Energiestoffwechsels der Zelle. Ja. Hat eine Störung des Energiestoffwechsels der Zelle zur Folge. Insofern ist das eine Einheit. Also Mitochondriopathie ist letztlich immer die darunterliegende Grundstörung des gestörten Stoffwechselmechanismus. Nicht? Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf diese Zuckerstoffwechselprobleme zurückkommen. Wie kommt es denn dazu? Weil ich zu viel Schokolade esse oder an was könnte das liegen? Schokolade ist ja primär mal nicht ungesund. Kakao ist sogar ein Heilmittel. Kakao ist ein Heilmittel. Aber wahrscheinlich nicht in der Milchschokolade, ne? Nein, es gibt aber in der Mikro 100% Kakaoschokolade. Ohne Kohlenhydrate, ohne Zucker. Mir schmeckt die nicht so lecker. Mir schmeckt sie. Und dann gibt es 80% Kakao, 75% Kakao. Mit minimalen Zucker- und Milchanteilen. Diese Schokoladen sind nicht übel, die kann man wirklich vertreten. Jetzt haben Sie sich dieses Wort Milch noch so betont. Warum ist denn das mit wenig Milch da noch so wichtig? Ja, weil Milch ähnlich wie Zucker heutzutage krankmachend ist. Was wir sehen, sind Turbokühe ohne Hörner, die kein Gras und kein Heu mehr kriegen, sondern Kraftfutter, die mit Hormonen und Antihormonen traktiert werden. Und Antibiotika. Antibiotika traktiert werden und schilddrüsenstoppenden Mitteln traktiert werden, damit sie möglichst viel Milch geben. Und diese Milch hat eine derart schlechte Qualität, dass wir sie nur noch als Gift bezeichnen können. Allerdings im Supermarkt bekomme ich diese Milch für einen halben Euro oder einen halben Franken das Liter. Das ist absurd, dafür kann man keine Milch herstellen. Das heißt aber, wenn ich das gesamthaft richtig verstanden habe... Eine gesunde Milch herstellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist gesamthaft gesehen die falsche Ernährung der Grund schlussendlich für das Alzheimer. Und nicht alle Produkte, wie jetzt beispielsweise Schokolade, ist eigentlich so ungesund, sondern man müsste da genauer drauf achten. Jetzt, worauf muss ich denn achten? Wie kann ich mich denn ernähren? Weil ich glaube, an Alzheimer will keiner leiden müssen. Ja, ich darf dieses Buch nochmal in die Kamera halten von Dr. Heinz Reinwald. Das ist doch diese Sklavenarbeit, ne? Was für ein Ding? Die Sklavenarbeit. Ach so, ja. Was meint sie damit? Ihr Vater hat mich wie ein Sklave hineingetrieben, dieses Buch zu schreiben. Ach so, naja, okay. Gesund, schlank und fit mit der ketogenen Ernährung. Ein wunderbares, auch sehr preiswertes Buch mit vielen Bildern, sehr verständlich geschrieben. Das empfehlen wir jedem Patienten, dass er seine Ernährung danach ausrichtet. Das ist dann auch gleichzeitig eine Demenz-Vorbeugungsernährung. Darf ich da mal reinblättern? Vielen Dank. Hast du auch Menüvorschläge oder so drin? Ja, Rezepte sind eine ganze Reihe drin. Gegen Ende hin. Ah, hier hinten. Ja, jetzt habe ich sie gefunden. Und Tabellen, was ich hier jeden Tag so eigentlich genaues machen könnte, essen sollte, theoretisch. Weil ich stelle mir das Ganze immer so ein bisschen schwierig vor. Ja, gesunde Ernährung, ja toll. Und was esse ich jetzt noch? Auch bei Perlmutter sind jede Menge Rezepte und Vorschläge drin. Also die Amerikaner sind hier 15 Jahre weiter, was ketogene Ernährung anbetrifft. Hier hat auch sich schon das amerikanische Militär eingeschaltet, die inzwischen Millionen dafür ausgeben, die kognitive Verbesserung der Leistung, die kognitive Leistungsverbesserung ihrer Soldaten unter einer fettreichen, kohlenhydratarmen, zuckerarmen Ernährung auszutesten, also im Krieg entscheidend, sage ich jetzt mal so. Aber nichtsdestotrotz sind die Amerikaner mit über 160 Gramm Zuckerzufuhr pro Tag
Weltspitze. Ja. Das heißt, das Know-how, was zwar dort existiert, ja, ist nicht durchgedrungen in die Bevölkerung. Es wird immer breiter und das wird natürlich einige Jahrzehnte dauern, bis wir diese Ernährungslügen aus den 60er, 70er Jahren, die ja immer noch verbreitet werden, auch hier in Deutschland von den Institutionen, bis wir die überwunden haben. Aber lassen Sie uns nochmal zurückgehen auf das Thema Alzheimer-Demenz. Wir haben ja einen unmittelbaren Spiegelbild bei der sogenannten Non-Alcoholic Fat Liver Disease, also der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung. Mhm. Also nicht eine Fettleber, die nicht aufgrund von Alkoholabusus entsteht, sondern infolge von zu viel Zucker. Ja. Vor allem durch die Soda-Getränke. 14-Jährige in den USA, 10, 12, 14-Jährige Kinder mit einer enormen Fettleber aufgrund des massiven Soda-Pop-Drink-Konsum. Wie finde ich denn heraus, ob ich eine Fettleber habe oder nicht? Na, das kann heute schulmedizinisch über eine Ultraschall-Analyse jederzeit gemacht werden und natürlich auch über Laborparameter, wenn die Leberstoffwechselparameter erhöht sind. Also um das Wort Soda-Getränke zu erläutern, Soft Drinks. Soft Drinks, die. Ja. Also diese ganzen Cola etc. Ja, Cola und so weiter. Fanta, die ganzen Getränke, die mit High Corn Fructose Syrup versetzt sind. Das ist ein paar Pfennige billiger als Zucker. Mhm. Zucker ist ja reine Glucose, während das High Fructose Corn Syrup, wie der Name schon sagt, Fructose mit beinhaltet. Und Fructose hat eben im Gegensatz zu Glucose bei Kindern den Nachteil, dass es nicht zur sofortigen Energieverwendung verbraucht wird, falls die Kinder sich überhaupt genügend bewegen, sondern Fructose geht sofort zur Umlagerung und Einlagerung als Speicherfett. Und das führt natürlich auch über die Leber zu einer Verfettung der Leber. Und hier haben wir wieder Parallelen einfach vom gestörten Zuckerstoffwechsel aufgrund eines exorbitant hohen Zuckerkonsums, der natürlich auch über die Kohlenhydrate, das muss ich immer wieder dazu sagen, weil die meisten Leute wissen nicht, dass aus Nudeln, Kartoffeln, Getreide, letztendlich Brot, letztendlich am Ende der Aufspaltung des sogenannten Katabolenprozess in unserem Organismus Zuckermoleküle stehen. Ja. Das heißt, egal ob ich jetzt einfachen Zucker esse oder ob ich jetzt komplexe Zucker esse, der Körper spaltet sie auf in Einzelzucker. Mhm. Und diese enorme Menge, die uns auch noch empfohlen wird, 60-70% Kohlenhydrate, das heißt 60-70% Zucker in unserer Nahrung, das ist ja Irrsinn, wenn man sich das nur mal durch den Kopf gehen lässt, was die offiziellen Institute uns empfehlen. Mhm. 70% unserer Ernährung sollen Zucker sein. Das ist doch nicht mehr ganz bei Sinnen. Und wir brauchen uns nicht wundern, dass unser Organismus über die Jahrzehnte diese Störungen in der Gewichtung der Makronährstoffe, nämlich Zucker zu Lasten von Fett und Proteinen, nicht mehr verkraften kann, nicht mehr kompensieren kann und an allen Ecken und Enden krank wird, ob in der Leber, ob mit Krebs oder ob mit Alzheimer oder anderen Demenzerkrankungen. Wir müssen einfach bereit sein zu realisieren, dass hier Zucker das Thema ist. Und ich werde nicht müde, das zu sagen. Und jetzt gibt es natürlich ganz schlaue Ärztchen, ja, die haben festgestellt, dass man zum Beispiel mit Insulinsprays über die Nase die Symptome von Alzheimer lindern kann. Und dann gibt es noch schlauere Ärzte, die wissen sogar, dass es einen sogenannten insulinunabhängigen Zuckertransport gibt. Also GLUT 1 bis 3. Ja. GLUT 4 ist insulinabhängiger Zuckertransport in die Zellen. Was machen die jetzt? Die geben jetzt spezielle Zucker, die in die Zelle vermittelt werden, ohne den Umweg Insulin, die praktisch über GLUT 1 bis 3 eingeschleust werden. Also über diese Zuckertransportwege. Das bedeutet aber, warum macht denn die Zelle zu mit Zucker? Weil ihr der Zucker zu viel ist. Und jetzt kommen diese besonders schlauen Ärzte und lindern vermeintlich kurzfristig die Symptome des Alzheimer-Patienten, indem sie
zum Beispiel Galaktose verabreichen. Galaktose ist ein Zucker, das über einen nicht insulinabhängigen Zuckertransporter in die Zelle kommt. Mhm. Das ist für einen Moment, für den Alzheimer-Patienten, wieder ein Lichtblick. Ja. Aber das ist Symptombehandlung vom Schlimmsten. Nicht? Ich muss sofort eine Umstellung der Ernährung weg vom Zuckerstoffwechsel hin zum Ketonstoffwechsel. Das heißt, mit diesem Spray einleiten. Arbeite ich eigentlich so, die Leitung ist zwar gekappt, beziehungsweise sie ist geschlossen, da ja, die, kommt keine die hat die Zelle selbst dazu. Geschlossen, weil ja. sie den Zucker nicht mehr ertragen kann. Und dann kommt der Herr Mediziner und sagt, Edge, ich komme durch die Hintertür. Und weil es 2, 3 Wochen die Symptome lindert, ja. halten die das für das Gelbe vom Ei. Ja. Und das ist so katastrophal, das ist eine solche Wahnsinnstat, das mir manchmal graust. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum man so einfache Stoffwechselvorgänge nicht versteht. Die Zelle macht dicht, weil sie keinen Zucker mehr will. Mhm. Die schreit, hör auf mit diesem blöden Zucker. Und was machen wir? Wir suchen irgendein Loch, wo wir noch Zucker reinschütten können. Ja, wenn man sich in den Seniorenheimen anschaut, wie die sich ernähren oder ernährt werden, das ist grauenhaft, gell? Mhm. Ja. Also von gesund keine Spur. Ja. Weil aber die Gehirne dieser älteren Leute süchtig sind auf alles, was süß schmeckt, sind sie nicht in der Lage, darauf zu verzichten. Mhm. Weil als Risikofaktoren für Demenz eine Lymphabflussstörung des Gehirns und des Kopfes, sodass das Gehirn seine Stoffwechselschlacke nicht mehr loswerden kann. Und darauf beruht für mein Gefühl auch die enorme Zunahme der Augenkrankheiten, also Katarakt und Glaukom, hat für mein Gefühl auch diese Verursachung. Und was der Patient dafür braucht, sind Bitterstoffe noch und nöcher. Bitter, bitter, bitter. Und Vibration. Mhm. Denn die Lymphflüssigkeit, wenn sie denn stockt und staut, wird durch Vibration in Bewegung gebracht. Und da hatte Professor Nazarov schon vor 30 Jahren Vibrationsgeräte entwickelt mit 25 Hertz für den ganzen Körper, für den Kopf. Und mit Hilfe dieser Geräte kann man wunderbar den Lymphabfluss des Kopfes verbessern und vielleicht sogar normalisieren. Mhm. Diese Geräte gibt es zu kaufen auf dem Markt, aber kaum jemand kennt sie. Ja. Ja. Es wird dadurch die Mikrozirkulation verbessert, durch die Tiefenmuskulaturanregung. Mhm. Nicht? Das ist ein wichtiger Aspekt. Ich darf vielleicht nochmal auf das Buch von Mary Newport zurückkommen. Sie hat diese ketogene Ernährung eingeleitet bei ihrem Ehemann, der konnte am Anfang der Ernährungsumstellung keine Uhr mehr zeichnen. Mhm. Nach 3 Wochen konnte er wieder eine Uhr zeichnen. Nicht? Mit Zifferblatt und komplett allen Nummern. Ja. Nach 3 Wochen Einleitung und Umstellung auf Fettstoffwechsel im Gehirn, sprich Ketonkörperstoffwechsel im Gehirn. Man muss jetzt wissen, dass die Schulmedizin lange Zeit davon ausgegangen ist, dass sogenannte Fettsäuren nicht in das Gehirn eindringen können und dort zur Energieversorgung dienen können. Die Ketone können sowieso die Blut-Gehirn-Schranke überwinden. Aber von den Fettsäuren hat man gedacht, das können die nicht, weil die Moleküle zu groß sind. Das ist auch falsch. Man weiß inzwischen, dass die sogenannten mittelkettigen Fettsäuren, zwischen C8 und C12, direkt, es gibt Studien darüber, direkt in den Gehirnstoffwechsel in die Atmungskette eingeschleust werden kann. Und deswegen ist auch Kokosöl hier so förderlich, weil Kokosöl hat vor allem mittelkettige Fettsäuren. Mhm. Nicht? Also wir haben vor allem die C8, die C10 und die C12. Die C12 Fettsäure ist am stärksten anteilig, die anderen beiden etwas geringer. Deswegen hat Quantisana in Zusammenhang mit einem Apotheker aus Nürnberg ein MCT-Öl entwickelt, das aus diesen nicht so stark im Kokosöl vorhandenen Fettsäuren, nämlich C8 und C10, ja.
besteht, sodass eine bessere Ausgewogenheit. Man weiß heute, dass C8 und C10, dass C10 entzündungshemmend ist und C8 ketosefördernd. Das habe ich jetzt durch neuere Studien mitgekriegt auf dem letzten großen Kongress von der Charlie Foundation in Kanada. Und da wurde ein Vortrag von Stephen Cannon und anderen gehalten über diese Funktion dieser C8, C10, C12. Ja. Und noch ein Thema, der Mund. Wenn der Mund voller Gift ist, diffundieren die Gifte ins Gehirn. Ja. Die konservierende Zahnheilkunde, dass man mit Gewalt jeden Zahn erhalten will, dass man Metalle in den Mund tut, dass man andauernd Wurzelbehandlungen durchführt, ist für das Gehirn alles höchst schädlich. Ja. Ein giftfreier Mund ist für das Gehirn ein Labsal. Mhm. Je mehr Gift, heißt Metalle, tote Gewebe und eben die Erhaltung der Zähne um jeden Preis, sind Risikofaktoren fürs Gehirn. Ja, das ist ein wichtiger Beitrag. Die Toxine spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Wir haben eine komplette Milieuverschiebung durch Toxine, Zuckerstoffwechselstörung, Lymphabflussstörung und so weiter. Sie müssen sich das dann vorstellen wie eine Kloake. Ja. Und in einer solchen Kloake, das weiß jeder Gärtner, jeder Teichbesitzer, wächst ein Tümpel und entsprechend auch Bakterien und so. Es gibt keine Alzheimer-Erkrankung ohne gleichzeitig eine Spirochetenbelastung. Die sogenannten Spirochäten, das sind Parasiten, die sogenannten Borrelien, kennen wir, die Lyme Disease in Englisch. Es gibt periodontale Spirochäten, die über den Trigeminusnerv besonders ins Gehirn wachsen. Es gibt jede Menge Spirochäten. Es gibt auch genügend Studien über Alzheimer und Spirochätenbelastung, das schon seit vielen, vielen Jahren. Aber, und das will ich immer wieder dazu sagen, die Spirochäten sind nicht die Ursache der Erkrankung, sondern das Milieu ist die Zuckerstoffwechselstörung, die toxische Belastung unseres Gehirns mit Aluminium, mit Cadmium, mit Quecksilber etc. Unter anderem, aus Titan, Zahn und Titan und Fluor. Fluor. Titan hier im Mund, Fluor in der Zirbeldrüse über die Zahncreme. Das sind weitere Risikofaktoren. Genau. Und dieses Milieu begünstigt dann die Wuchsaktivität von pathogenen Erregern. Und die Amerikaner nennen das dann Infection. Das ist natürlich terminologisch Quatsch. Ja. Das ist keine Infection. Das ist die Folge einer man könnte sagen Bacterial Overgrowth, eine erhöhte Wuchsaktivität dieser aufgrund eines wunderbaren Milieus. Ja, die haben da genug zu fressen, die fühlen sich da wohl, die vermehren sich. Das ist doch klar. Ich muss jetzt da leider schon abbrechen, denn unsere Zeit rennt einfach davon. Wenn ich das ganz kurz zusammenfassen darf, die Demenz bzw. Alzheimer, das gehört dazu, ist unter anderem eine Stoffwechselkrankheit oder entsteht eigentlich dadurch durch eine falsche Ernährung. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Risikogruppe ist egal, ob klein oder groß, völlig egal, schlussendlich ganz nach dem Motto, was man sät, das muss man auch ernten. Wenn ich mich die ganze Zeit immer nur ungesund ernähre, muss ich mich nicht darüber wundern, dass ich plötzlich einfach halt auch Alzheimer habe. Oder schlechte Luft atme. Oder Zahngift. Schlechtes Wasser zu mir nehme. Ja. Das ist nur eins der Probleme. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Sachen, wie wenn ich jetzt irgendwelches Gifte im Mund habe oder sowas, natürlich die ganze Sache noch einfach triggert, genau. So. Das war's. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie hier bei mir im Studio waren und uns so vieles Wissenswertes auch beigebracht haben, uns erzählt haben. Ich sehe, wir können hier noch stundenlang darüber reden. Das verschieben wir lieber mal auf ein anderes Mal. Ich muss mich verabschieden von Ihnen und auch von Ihnen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten Ihnen etwas beibringen. Ich hoffe, Sie konnten was lernen. Ich wünsche Ihnen jetzt alles, alles Gute und viel Spaß beim weiteren Programm. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.